Guten Tag und willkommen zu NDR Info. Wir haben die Nachrichten für den Norden. Es ist eine der großen sichtbaren Wunden, die die Nationalsozialisten in Hamburg hinterlassen haben. Auf diesem Platz stand die Bornplatz-Synagoge, einst das größte jüdische Gotteshaus in Norddeutschland. Jetzt soll eine neue Synagoge hier entstehen und das jüdische Leben in Hamburg sichtbarer machen. Das ist eine der Hoffnungen am heutigen internationalen Holocaust-Gedenktag, der an die Millionen Opfer der Nazi-Diktatur erinnert. Viel Platz, Wind, Sonne. Mecklenburg-Vorpommern bietet nach Ansicht des hiesigen Energieministeriums optimale Voraussetzungen für erneuerbare Energien. Soll auch der Ausbau bundesweit vorangetrieben werden, um die Energiewende meistern zu können. Doch er sorgt immer wieder für Konflikte, besonders wenn es um sehr große Projekte geht, wie jetzt in Vorpommern. Es ist die härteste Solo-Regatta der Welt, die Vendée Globe. Und ein Deutscher könnte sogar Erster werden, der Hamburger Boris Herrmann. Der Weltumsegler hat mehr als 28.000 Seemeilen hinter sich. Er fährt ohne Stopp, ganz allein. Und wir können ihn dank der Technik seit Beginn seiner Tour begleiten. Jetzt ist das Finale eingeläutet und Peter Carstens aus der NDR Sportredaktion. Ein Deutscher ist unter den Besten, das ist ungewöhnlich. Die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation ist erstmals in Hamburg nachgewiesen worden. Die Variante B117 sei in 7 Fällen festgestellt worden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. 5 der Fälle gingen auf eine Reiserückkehr aus Großbritannien zurück. Die beiden übrigen Fälle beziehen sich den Angaben zufolge auf den jüngsten Corona-Ausbruch beim Flugzeughersteller Airbus, wobei das Infektionsumfeld noch nicht eindeutig geklärt sei. Und weitere Nachrichten haben wir jetzt im Überblick. Ja, heute vor einem Jahr begann die Pandemie in Deutschland, die unser aller Leben veränderte. Am 27. Januar 2020 wurde der erste Corona-Fall hierzulande in München bestätigt. Und ein schnelles Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Bilder wie diese gehören mittlerweile zu unserem Alltag, Masken tragen in der Öffentlichkeit und auch die Frage, wie notgedrungene Kontakte wie diese im Nahverkehr verhindert werden können. Wir haben einen Pendler begleitet. Vieles, was sonst so selbstverständlich war, fällt in diesem Jahr aus wegen Corona. Geselligkeiten aller Art sind gestrichen, kein Grünkohl mit Pinkel in großer Runde und keine Kohlfahrten. Ausgerechnet in diesem Jahr, da feiert die Kohlfahrt nämlich 150. Jubiläum. Aber in Oldenburg, der Wiege dieser Tradition, lässt man sich den Grünkohl nicht versalzen. Meine Kollegin Vanessa Kossen ist jetzt in Oldenburg. Wie wird denn trotzdem gefeiert? Vanessa Kossen in Oldenburg. Ja, und wir schauen mal, wie das Wetter dazu wird bei uns im Norden. Wir gucken auf die Aussichten für morgen. Das war NDR Info. Nachrichten für den Norden finden Sie auch in der NDR Info App. Und hier geht's jetzt weiter mit Gefragt, Gejagt. Wir melden uns um 16 Uhr wieder. Bis dahin und einen guten Nachmittag Ihnen allen.